Hey, bleib genau so. Das sah gut aus. So? Ja, aber mehr lächeln. Nein, nicht so doll. Eher geheimnisvoll, vielleicht etwas rau. Du weißt doch, wie die Leute auf harte Typen stehen. Ich bin nicht gefährlich. Ach, komm schon. Du schreibst dauernd über schlimme Sachen. Die Leute wollen denken, dass du dich mit sowas auskennst. Du tötest Casey in dem Buch. Du musst wie ein Mörder aussehen. Sehr gut, mach das nochmal. Du siehst gut aus. Und gefährlich. Weißt du, ich war mir mit dem Bart erst nicht so sicher. Aber er steht dir wirklich gut. Okay, wir sind fertig. Gut, ich will aus diesem Anzug raus. Hey, es geht bergauf. Gefahr ist wohl sexy. Damals habe ich noch gearbeitet und ich fühlte mich wie ein echter Autor, nicht wie ein Betrüger. Schöne Erinnerung. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Ich wünschte, ich hätte mehr Munition. Wo klickert denn der Wecker? Hinter der Tür. Ich bin in meinem Kleiderschrank. Ich komme aus meinem Kleiderschrank? Bitte was? Alter, was geht hier ab? Diese beiden Waffen, die man hier sieht, die beiden goldenen, was sind das, keine Ahnung, 45er oder so. Ich habe eine Befürchtung oder ich habe eine Überlegung gehabt, was diese beiden Waffen zu bedeuten haben, dass die bei ihm hier stehen. Sieht ja nicht im Grunde aus wie so ein Preis, den er wohl gewonnen hat irgendwie. Aber sind das nicht die beiden Waffen von Max Payne? Ist im Moment ruhiger. Wir können hier reden, aber wir haben nicht viel Zeit. Zane, wie komme ich hier raus? Dem müssen Sie ins Auge sehen. Das sind Sie, selbst jetzt. Dunkelheit! Die Dunkelheit kam! Schwemmte ihn fort! Verloren! Er wusste es! Er wusste es! Er hielt es nicht aus! Es gab keinen Ausweg! Nein, ich bin hier! Zane! Die Welt verkehrt. Das bin ich nicht! Das ist verkehrt. Nur ein Echo! Eine Halluzination! Das Dunkel! Nein, das Dunkel ist nicht dafür verantwortlich. Sie lassen das geschehen. Sie sind in ihren Albträumen gefangen, kämpfen gegen sich selbst. Wake verstand es nicht. Er würde es nie schaffen. Er würde nie aufwachen. Die steigende Flut des Dunkels würde ihn verschlingen. Sie kam. Sie kam! Sei still! Gah! Nein, Alan, Sie müssen... Zane war fort, weggeschwemmt, vom anschwellenden Wahnsinn. Wake spürte den Druck an seinem Verstand nagen. So schlimm war das Dunkel nicht. Es war in ihm. Er spürte es. Er wusste, die Stimme sagte die Wahrheit. Nur, das Denken war zu schwer. Er verstand es nicht. Ging nicht. Er wollte sich treiben lassen. Nicht mehr denken. Einfach loslassen. Ja, natürlich.
Was war das? Was hat mich denn da gehauen die ganze Zeit? Ich habe nichts gesehen, verdammt. Okay, 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 okay. Soweit ist ja klar. Komme ich eh nicht rein. Aus der Wohnung raus komme ich auch nicht. Thomas wieder? Alan, Sie haben es geschafft. Dieser Bereich des dunklen Orts ist im Moment ruhiger. Wir können hier reden, aber wir haben nicht viel Zeit. Zane, wie komme ich hier raus? Dem müssen Sie ins Auge sehen. Das sind Sie, selbst jetzt. Dunkelheit! Die Dunkelheit kam! Schwemmte ihn fort! Verloren! Er wusste es! Er wusste es! Er hielt es nicht aus! Es gab keinen Ausweg! Nein, ich bin hier. Zane, das bin ich nicht. Das ist nur ein Echo. Eine Halluzination. Das Dunkel. Das Dunkel ist nicht dafür verantwortlich. Sie lassen das geschehen. Sie sind in ihren Albträumen gefangen, kämpfen gegen sich selbst. Wake verstand es nicht. Er würde es nie schaffen. Er würde nie aufwachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fernseher und der Große. Sei still! Gah! Nein, Alan, Sie müssen. Zane war fort. Weggeschwemmt. Vom anschwellenden Wahnsinn. Wake spürte den Druck an seinem Verstand nagen. So schlimm war das Dunkel nicht. Es war in ihm. Er spürte es. Er wusste, die Stimme sagte die Wahrheit. Nur, das Denken war zu schwer. Er verstand es nicht. Ging nicht. Er wollte sich treiben lassen. Nicht mehr denken. Einfach loslassen. Spiel macht mich fertig, ne? Macht mich fix und foxy. Guffelwex hat es geschafft, ich schaffe das auch. Ja, ich hoffe. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich muss erstmal so ein bisschen rausfinden, wie das überhaupt ist, was die überhaupt mit mir jetzt genau hier wollen. Ne? Wie komme ich hier raus? Dem müssen Sie ins Auge sehen. Das sind Sie, selbst jetzt. Dunkelheit. Die Dunkelheit kam. Schwemmte ihn fort. Verloren. Er wusste es. Er wusste es. Er hielt es nicht aus. Es gab keinen Ausweg. Nein, ich bin hier. Zane, die Welt verkehrt. Das bin ich nicht. Das ist nur ein Echo. Eine Halluzination. Das Dunkel. Das Dunkel ist nicht dafür verantwortlich. Sie lassen das geschehen. Sie sind in ihren Albträumen gefangen. Okay. Selbst. Konzentrieren. Wake verstand es nicht. Er würde es nie schaffen. Er würde nie aufwachen. Die steigende Flut des Dunkels würde ihn verschlingen. Sie kam. Sie kam! Sei still! Gah! Nein, Alan, Sie müssen... Zane war fort. Weggeschwemmt. Vom anschwellenden Wahnsinn. Wake spürte den Druck an seinem Verstand nagen. So schlimm war das Dunkel nicht. Es war in ihm. Er spürte es. Er wusste, die Stimme sagte die Wahrheit. Nur, das Denken war zu schwer. Er verstand es nicht. Ging nicht. Er wollte sich treiben lassen. Nicht mehr denken. Einfach loslassen. Nein.
So läuft das. Okay, deswegen waren nämlich auch die ganzen Leuchtfackeln da, ne? Okay, okay. Alter. So, Herr Fernseher. Die ganze Flöte hier, ne? Geht ja, natürlich geht das. Klar doch. So, da ist ein bisschen Munition. Ich soll Fernseher zerstören. Ja gut, wenn ich da reinspringe, dann geht es wahrscheinlich gleich rund, ne? Dich!
schieß! Und wieder ganz am Anfang. Ach Mensch, komm her, die erste haben wir schon geschafft. Was soll denn der Kark? Langsam. Autsch! Okay. Auch noch warten. Könnt euch schon austoben da hinten, das ist in Ordnung. Ich warte, bis hier alles wieder so ein bisschen hergestellt ist und dann geht's gleich weiter. So. Ganz ruhig. Alles gut.
Das kriegen wir, das kriegen wir. Aufpassen, dass wir hier nichts in den Nacken sprengen, ne? Ja, siehst du, nämlich sowas hier. So. Damit ist die Schrotflinte alle. Letzter Fernseher. Schwere Geburt. Sehr schwere Geburt. Aber geschafft. Gerade so eben. In meinem Hirn! Die ganze Zeit ist es in deinem Gehirn. Na bitte, Alan. Hartman? Nee, ne? Sie bilden sich das ein. Das ereignet sich alles nur in ihrem Kopf. Das war ja meine erste Überlegung. Im Ernst, Wade. Ich bitte Sie, dieser Wahn. Herzlich willkommen an alle Zuschauer von Bambea bei mir, Daniel Papa. Leider gerade zum Abspann von Alan Wake Special Episode 1. Das Signal. To be continued. End of Special Feature 1. Hui. 3 Stunden geschwitzt wie ein Berserker. Vampire, wirklich perfektes Timing. Tut mir ganz furchtbar leid, Mensch. Was gab's denn bei euch heute? Was habt ihr heute Schönes gezockt? Erzähl mal. Ich komme jetzt mal wieder an den Start hier. Das war heftig. Das war richtig heftig. Special Feature 1.
Das Signal. Ganz, ganz, ganz krasses Show.